Jo Leute, was geht? Willkommen zum neuen Video. Im heutigen Video reagiere ich auf eure Entbannungsanträge. Leute beleidigen mich als HS, als Bass, sagen, dass sie mir f***en oder was auch immer. Und ich guck mal, wen ich heute an, bam, und wen nicht. Lasst jetzt schon mal ein Like auf dem Video da und jetzt viel Spaß beim Video. So, wir haben hier direkt den ersten Entbannungsantrag. LevinGR3WE. Seine Nachrichten sind Cheer, schrei nicht so, Sohn. Start. Dann wurde er vom Microbot nur getimeoutet bei Hurensohn, das ist crazy. Dann Bitch, dann Sohn. Hallo liebes Mod-Team und Reason, es tut mir sehr leid, dass ich das reingeschrieben habe. Es tut mir sehr leid. LG Levin. Wann hat Levin das geschrieben? Er wurde gebannt am 14.04. und wir haben heute den 5. Und wir haben heute den 15.04. Also ich sage euch ehrlich, das ist ein Ablehner. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich darf hier drin nicht beleidigen. Levin G. Falsch geschrieben, oder Levin G. einpacken. Beleidigt mich 5 Mal in 5 Nachrichten, denke jetzt ja, dann beim L. So, dann haben wir hier T-Mobil. T-Mobil hat 17 Nachrichten. Er schickt Dave Knights Link 5 Mal rein. Dann, hallo, du gewinnst FNCS. Go Reason, go Vardial, go Reason, go Vardial. Wer ist Moderator? Go Reason, go Vardial. Und dann seine letzte Nachricht war Creator Code in Fortnite T-Mobil. Ist Self-Promotion? Ja. Aber ich glaube, T-Mobil ist nicht der L. Das war auch, das ist auch gestern passiert, am 14.04. Ich glaube, T-Mobil ist wirklich nicht der Älteste. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir entbannen T-Mobil nochmal. Trader Code Doppelpunkt Reason 7. Bemerkung dazufügen, keine andere benutzen. Wichtig. Dann haben wir den nächsten. Er hat einfach in Russisch reingeschrieben und dafür gebannt. Hello, sorry, I stupid clown, please unban. Kann passieren. Hat einfach in Russisch reingeschrieben, dachte er darf es, wird gebannt. Kann passieren. Digga, es kommen nur Endbomben! Und Leon, der Nächste. Leon schreibt komische Nachrichten. Upreddit in eurem Game. Lukas Brawl Stars in eurem Game. Und er schreibt einfach die Endbomben. Bombe. Hallo liebe Mods oder Reason, es tut mir leid, dass ich geschrieben habe. Hallo liebe Mods oder Reason, es tut mir leid, dass ich das geschrieben habe. Ich kann aber auch dazu sagen, dass ich das nicht schreiben wollte. Ich wollte eigentlich zu einem bestimmten Thema nie schreiben und habe dabei nicht auf meine Tastatur geschaut. Wie man in meiner Chat-Story sehen kann, habe ich nichts anderes Schlimmes gemacht. Ich hoffe, bald wieder im Chat teilnehmen zu können. Ich sag ehrlich, das G ist zu weit weg vom E. Nee, das kann ich auch nicht, das kann ich nicht entbannen. Also, es wäre valid, weil er hat davor nichts Schlimmes geschrieben. Aber das kann ich, obwohl, sondern davor so, W. Boah, ich weiß, sowas ist mal, ich kann sowas null einschätzen, weil er hat sich maybe ehrlich vertippt, aber warte mal, ich guck mal, ob ich mich vertippen könnte dabei. Nein, dabei kann man sich nicht vertippen, Bro, du bleibst gebannt, kein Rassismus, piss dich. Go Vardial, go Reason, Rank. Mia ist schon ein geiles Schnittchen, da will ich auch mal in die Hintertür rein Flowberry fissen. Ha, da will ich auch mal in die Hintertür rein Flowberry fissen. Mann, Jungs, wie findet ihr Mia das geile Schnittchen? Möchtet ihr das auch, möchtet ihr auch mal auf ihr abfetten? Tut mir echt leid, ich war so besoffen, dass ich nicht mehr klar denken konnte. Wäre froh, wenn du mich anzwängst. By the way, bisschen Gras war auch dabei. Legalisierung kickt mies. Aber warum kommt man betrunken in einen Twitch-Chat, Bro? Das Ding ist, davor hat er nichts Schlimmes geschrieben. Ich sag ehrlich, ich gebe euch einen Tipp, okay? Schreibt so eine Scheiße nicht rein. Ich würde das nicht nochmal anbannen. Aber kommt nicht drunk in den Stream oder was auch immer. Komm nie wieder drunk in den Stream plus Sub da lassen. Ja, lass einen Sub da, dann kriegst du auch, bleibst du entbannt. Er ist auch noch Sub. Mods, setzt mal bitte die Rundenanzahl wieder richtig. Points, Points. Haben die gerade gewonnen. Cock, Runde, 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 Round, Huso. Bro, wie ist er wieder reingekommen in den Stream und schreibt Ausrufezeichen Runde? Direkt danach Huso. Wer hat nie wieder sowas schreiben? Tut mir leid. Passt, Sub, mehr als 100 Nachrichten. Wie lange followt er schon? Followt jetzt fast, na okay, followt zu einem halben Jahr. Mods im ersten, Sub im ersten. Wir gucken nochmal hier durch seine Nachrichten. Nee, nie irgendwas Schlimmes. Komm, ich entbanne ihn. Dann haben wir als nächstes xSimon71. Hahaha. Du Nacktmulch, du Nacktmulch. Hahaha, wegen mir. Ey, geht mal alle auf mein TikTok. Heißt der Reason, der Goldposter Reason, bitte. Und folgt bitte alle. Sorry, dass ich gespammert habe. Bist der Beste. Ablehnen, Bro. Eigenwerbung absolut unnötig. Warum geht man in einen Chat und macht Eigenwerbung? Ich check das nicht. Was bringt es ihm? Ich bringe euch das jetzt legit bei. Wenn ihr in einen Chat geht und Eigenwerbung macht, wird niemand zu euch rüberkommen. Das macht euch einfach nur unsympathisch und ist einfach nur dumm von euch. Also niemand wird auf euren Link klicken, niemand wird in euren Stream kommen, niemand wird euch deswegen folgen. Ihr werdet nur beleidigt und ihr werdet nur gebannt. Also macht das nicht. Nein, nein, nee, Diggi. Hä? Schwul, Schwulette. Es tut mir leid, dass du was gesagt hast, bitte. Mich. Nein, Pech gehabt. Der Typ schreibt auch einfach die N-Bombe, davor auch sogar nur gute Nachrichten im Chat. Sogar Sydney ist besser als Creepy, hat er hundertprozentig recht. Liebe Mods, liebe Reason, hört sich halt Classic an, so, ne, aber hab mir gestern Runde 3, glaube, angeguckt und dann kam Kollegen zu mir und habe das geschrieben. Und haben das geschrieben, als ich auf Klo war. Ich würde mich darüber freuen, wenn ich aus dem Chat entbannt werde, kann es aber auch verstehen, wenn nicht. PS, Reason Bio seit 2020, aber noch nicht so lange auf dem ACC. Reason auf die 1. Seit wann followt er mir? Ah, diese Freunde-Ausrede, ne, wieder. Aber wir gucken mal seine Nachrichten davor. Scheiß Map ist lag durchgehend.
verstehe nicht, warum L ein Grund ist, für mich zu sperren. Da das andere L gemeint war, war nicht Luisen gemeint. An der Zeitung Epic Games nicht geschafft hat mit den Cups. Ich entschuldige mich aber für das Black Monkey. Ich bin nicht rassistisch und distanziere mich davon. So etwas wird auch nicht mehr vorkommen und ich werde familienfreundlich bleiben. Sorry, Bro, aber Racism kann ich nicht unterstützen. Also, das ist nochmal schlimmer als dieses Big und das N liegt neben dem B, weil er hat, Bro, Black Monkey, da kannst du nicht sagen, yo, ich habe auf was Falsches getippt. Also bitte. So, wieder selbst, so einfach wieder Selbstwerbung. Und wie viele Nachrichten? Aber er hat davor viele Nachrichten, muss man sagen. Seit wann folgt er mir? Oh, September 2023. Hi, Reason, tut mir echt leid, dass ich Eingänge im Chat gemacht habe. Tut mir wirklich leid und ich wird nicht mehr vorkommen. Ich bin eigentlich Supporter, ich habe 2 Masterclass-Kurse und schaue Twitch und YouTube immer von dir, aber ich hatte halt einfach eine dumme Idee und ich schwöre auf Fortnite, es wird nicht wieder vorkommen. War echt dumm von mir und es hat sich nicht gelohnt. Okay, ausnahmsweise. Sammy Ben 111. Was ist Qual? Lenny, Abi, was ist Qual? Der Breite ist www. Haha, dann kann ich sie ja ficken. Ich liebe Reason und ich meinte das nicht ernst. Wollte lustig sein, bitte entsperren. Komm, machen wir. So. Hey, war sehr dumm von mir. Wollte eigentlich nur gucken, wie schnell die Mods arbeiten. Es war am FNCS-Tag, also Feindes würde mich freuen, wenn ich wieder am Chat teilnehmen darf. Das war auch vor 2 Monaten, muss man sagen. Vor 2 Monaten. Und er hat jetzt eine Anfrage bestellt. Komm, sehen wir nicht so schlimm. Ich lasse ihn durch. Okay. Ich wollte Digger schreiben, habe nicht geguckt. Okay, warte mal. Das M auf der Tastatur. Ich nehme mal kurz mein zweites Keyboard hier. Dass ich jetzt die ganze... Natürlich habe ich eins noch. Zack. Guckt euch an. Für alle, die, by the way, mein Keyboard und mein Mousepad haben wollen. Wir haben gerade einen Restock gehabt. Checkt das Ganze aus. Strafe.de. Das Ganze ist als erstes in der Video Beschreibung verlinkt. Da kriegt ihr die ganzen Sachen. Mousepad, Keyboard und Armsleeve. Checkt das Ganze sehr gern aus. Meine eigenen Sachen. Liebe, liebe, liebe. Und hier habe ich gerade mein zweites Keyboard, das ich davor benutzt habe. Also das war nur der Prototyp. Und wir gucken jetzt mal. Das M ist hier. Das N ist hier. Und er sagt, er wollte Digger schreiben. Also er müsste, nur dass ihr es einmal versteht, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Buchstaben daneben geteilt haben. Und Olli, Reason-Fan, auch wenn du Reason-Fan im Namen hast, tut mir leid, du lügst rum, Rassismus bringt nichts, bist permaban. Folgt bitte alle meinen Twitch-Account und YouTube. Bitte wollt nur fragen, wie wir folgen können. Bist mein Lieblingsstreamer, hau rein, Bro. Raus mit den... Bitte, es war nur Spaß, auch abgelehnt. Bro, so, hä? Kann ich folgen mir auf Twitch? Nein. Und Diggi schreibt die N-Bombe. Er schreibt einfach nur bitte danach. Er ist sogar Sub im ersten, wahrscheinlich ein Gifted-Sub. Ey, Gifted-Subs. Nein, Spaß, Gifted gerne. Hau rein. Keine N-Bombe. So Leute, das waren die Entbannungsanträge. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ihr gerne ein Like da und ein Abo und schreibt mir gerne, was ihr als nächstes haben wollt in die Kommentare. Ich will jetzt öfter auf diesen Channel uploaden, deswegen gebt mir ein paar Ideen, das wäre sehr, sehr, sehr korrekt. Nochmal ganz wichtig, falls ihr Fortnite spielt, tragt gerne Creator Code Reason7 ein und schreibt mal bitte gerne in die Kommentare, was eure Lieblingsstelle war aus dem Video und was der dümmste Entbannungsantrag war. Der Kommentar mit den meisten Likes kriegt von mir 25 Euro. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag, haut rein und ciao.